Ich zeige das nochmal anhand von einer größeren Rubrik vielleicht, damit ihr nochmal versteht, was da passiert. Wenn ich zu der Rubrik gehe, Gemüt, Angst zum Beispiel, dann hat die in meinem Synthesis jetzt 691 Arzneimittel. Darunter sind natürlich auch solche Sachen wie Luna, Scorpio, Mikrowelle 2,4 GHz, Adlerflügel, Porzellan und alles, was noch so kreucht und fleucht. Wo sich's trennt, ist, dass man sagt, okay, ich finde die Mittel interessant, die geben mir tolle Pointer. Wenn ich so ein Mittel finde, dann habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Das ist die eine Möglichkeit, wie man homöopathisch arbeiten kann. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, ah, nee, interessiert mich gar nicht, ich arbeite rein klassisch, die modernen Mittel interessieren mich nicht, die sind mir zu ungenügend geprüft. Das ist der andere Pol an Homöopathen. Ja, und um beiden sozusagen die Möglichkeit zu geben, so oder so zu arbeiten, denn es ist ja nicht selten so, dass man im Laufe seiner Karriere auch unterschiedliche Sachen ausprobieren möchte, darum hat man das eingebaut, dass man beides nutzen kann. Das heißt, hier habe ich das komplette Synthesis. Und wenn ich auf 90 bis 87 gehe, jetzt haben wir noch 691 Mittel hier, dann bleiben davon noch ganze 400 Mittel übrig. Das heißt, ich habe von den fast 700 Mitteln ganze 300 Mittel mit einem Schlag ausgeblendet. Auf der anderen Seite gesehen heißt das, mein Repertorium ist auf einen Schlag ungefähr 30% schlanker geworden. Die Rubriken kleiner, vielleicht treffsicherer. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die modernen Mittel ausgeblendet. Und genauso kann ich das runterbrechen im Grunde bis zu den Pionieren bis Hahnemann. Und dann sind von den fast 700 Mitteln noch ganze 200 übrig. Ja. Ist also auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich kann diese Quellen auch jeweils aufrufen, auch wenn ich das komplette Synthesis habe. Habt ihr vorhin schon gesehen, einfach indem ich einen Doppelklick mache auf ein Arzneimittel. Ihr seht dann auch die entsprechenden Quellen. Und zwar hat das Synthesis die Möglichkeit, tatsächlich quellenkritisch zu arbeiten. Das heißt, man kann hier nachvollziehen, das ist aus dem Boerücke Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica oder aus Hering Konstantin Guiding Symptoms of Our Materia Medica. Und kennt, sind nicht immer die Sachen drin, weil einfach die Basis ist, da fehlen oftmals die genauen Quellenangaben leider. Aber wo man die Quellenangaben hat, wie zum Beispiel beim Vertakt Concise Repertory, da stehen die Quellen tatsächlich vollständig drin. Und man kann die sich auch einblenden mit einem Tastenkürzel oder, wenn man will, auch dauerhaft. Ja, dann sehe ich hier eben den Boerücke und bekomme nochmal genauere Angaben dazu, einfach mit dem Doppelklick, dass ich sehe, das ist das Werk von 1987 von New Delhi, von Jane, auf die sich das bezieht. Oder hier zum Beispiel, wenn ich, mal gucken, ob ich was Schöneres finde, ja. Wenn ich hier beim Boerücke zum Beispiel, RO1 ist der Boerücke, wenn ich eine unterstrichene Autorenangabe finde, dann weiß ich, dazu gibt es auch noch einen Quellenauszug. Ja, und das wäre der Quellenauszug aus dem Original Boerücke Repertory and Pocket Manual 1927 New York. Könnte ich jetzt tatsächlich sagen, okay, ich möchte das nachschauen, Mind, Mood, Disposition, Anxious, ist das wirklich richtig übersetzt, ist das die richtige Quelle? Und das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man auch Fehler in einem Repertorium, die natürlich nicht ausbleiben bei so einem großen Werk, auch wieder ausmerzen kann. Und das ist eigentlich außergewöhnlich, weil das hat man tatsächlich nur beim Synthesis und als die das Ding vor 25 Jahren mittlerweile gemacht haben, behaupte ich mal, hat Frederik Skroyens damals noch gar keine Ahnung gehabt, wozu das gut ist. Damals hatten wir eigentlich nur den Anspruch, wir wollen immer mehr haben, wir wollen größere Rubriken haben, wir wollen alles drin haben, bis man vor, ja, ich sag mal, ungefähr 10 Jahren auf den Trichter gekommen ist, was nützt uns eine Rubrik mit 1000 Arzneimitteln? Die ist weder differenzierend, noch sagt sie was aus. Und das war so ein Scheideweg, wo die Homöopathie doch dahin gekommen ist, zu sagen, wir müssen mehr Qualität haben, wir müssen mehr auf die Quellen schauen und wir müssen tatsächlich gucken, dass das Werkzeug, mit dem wir arbeiten, zuverlässig ist. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil des Synthesis, muss man einfach sagen. Gut, gehen wir nochmal gerade in die Analyse rein, wo wir da eben waren. Das ist also einmal, wie gesagt, der Quellenfilter, den wir drin haben. Dies hier oben, Jeremy Scher, Luc de Schepper, Miasman von Shankaran, sind halt bestimmte Module, die man dazu bekommen kann. Interessant könnten noch die Analysemethoden sein. Denn es gibt verschiedene Analysemethoden im Radar.
In den EASY-Programmen gibt es nur eine, das ist die Summe der Symptome sortiert nach Graden. Das heißt, was mache ich damit? Wenn ich das anklicke, Summe der Symptome sortiert nach Graden, dann geht er mir als erstes und sagt, okay, ich analysiere dir das und gucke, schaue, wie viele Symptome vorhanden sind. Ob die Summe der Symptome sozusagen vollständig ist oder jetzt die Arzneimittel, die meisten Symptome abdecken, vorne stehen. Wenn die dann gemeinsam vorne stehen und die gleiche Summe haben, wie das hier zum Beispiel der Fall bis Mercurius ist, die haben hier oben, seht ihr in der ersten Reihe, haben die alle eine 3 stehen. Also ganz in der ersten Reihe sind sie durchnummeriert, damit man auch sehen kann, wenn ich an irgendeiner Stelle bin, welcher Stelle bin ich gerade. Das ist halt beim Arzneimittel. Und hier sehe ich dann halt die Summe der Symptome. Hier bis Mercurius mit 2-wertig. Und dann sind sie nach den Graden sortiert. Ja, das heißt, diejenigen, die höchste Summe der Grade aufweisen, sind vorne. Danach kommen die mit weniger Graden und so weiter dann abfallend. Summe der Grade sortiert nach Symptomen wäre eigentlich das Gegenteil. Das heißt, ich würde sagen, die Grade sind mir wichtig, die Symptome sind eigentlich nicht so wichtig. Das wäre also eher eine Richtung, die man wählen würde, wenn man sagt, ich gehe nach bewährten Indikationen. Machen dann doch eher wenige. Summe der Symptome und Grade heißt, es werden Grade und die Summe der Symptome gleich genommen. Das heißt, die werden nicht durchsortiert, sondern praktisch haben gleiches Recht sozusagen. Kleine Mittel, denke ich, ist klar. Je kleiner das Mittel ist, umso weiter kommt es nach vorne. Kleine Rubriken ist eine ganz interessante Geschichte nach dem 153er Paragraph eher. Das heißt, die merkwürdigen Symptome, die werden stärker gewichtet und die Arzneimittel kommen dementsprechend nach vorne. Hervorstechende Mittel ist nochmal eine Verstärkung von den 153er, von den kleinen Rubriken, dahingehend, dass hochwertige Mittel nochmal höher genommen werden. Summe der Symptome wäre was für Puristen, sage ich mal, hat aber auch seinen Stellenwert, wenn man sich überlegt, woher die Grade im Repertorium kommen. Ja, die Grade im Repertorium kommen viele von Kent, wobei man nicht nachvollziehen kann, wie er auf seine Grade gekommen ist unbedingt. Und die Grade im Repertorium kommen auch von Bönninghausen. Bönninghausen hat eine ganz andere Gradeinteilung gehabt, bis zu 5 Graden, und hat auch eigentlich auch einen ganz anderen Ansatz als Kent. Das heißt, wir haben in den modernen Repertorien eigentlich einen Mischmasch aus ganz unterschiedlichen Quellen. Und dazu kommen noch die Werke, in denen gar keine Grade drinstehen. Das sind die meisten. Wenn ihr mal Mathea Medica lest, werdet ihr sehen, dass die in den meisten Mathea Medicae weder ein Fettdruck drin ist, noch gerade angezeigt sind. Bei Hering sieht man es ansatzweise, dass er Mittel gekennzeichnet hat, die häufig oder klinisch geholfen haben. Das wäre ein Ansatz von Graden. Aber bei vielen sehen wir es gar nicht. Das wäre ein Grund zu sagen, ich blende die Grade aus und suche nur nach Summe der Symptome. Ja. Summe der Grade wäre ganz krass, wenn ich wirklich nur sagen würde, ich lasse die Symptome völlig raus, sondern gucke nur nach bewährten Indikationen. Das andere sind Spezialgeschichten, auf die ich jetzt mal nicht eingehe. Gut, wenn ich hier ein bestimmtes Arzneimittel vermisse in meiner Analyse und ich sage, ach, ich möchte mal gucken, ob da Lacaninum drin ist, und ich sehe das gerade nicht, dann tippe ich einfach los. Das ist also im Radar meistens ganz praktisch. Ich tippe einfach los und es passiert was. Öffnet sich automatisch dieses Fenster und ich sehe, aha, Lacaninum ist in meiner Liste drin, prima. Jetzt drücke ich einfach Enter und ich habe Lacaninum vorne. So kann ich also sehr schnell ein bestimmtes Mittel raussuchen und gucken, deckt das meinen Fall überhaupt auch nur ansatzweise. Mit der Klick auf die Analyse habe ich dann wieder die normale Sortierung drin. Das ist also auch kein Problem. Gut, ich gucke mal, wie weit wir sind. Alles klar. Ich kann auch meine Symptome hier sortieren lassen, wenn ich möchte, indem ich einfach einen Rechtsklick mache zum Beispiel. Ich habe an vielen Stellen, wie in eigentlich fast allen Windows-Programmen, ein Kontextmenü, das ich mit einem Rechtsklick aufrufen kann. Je nachdem, worauf ich das mache, ob ich das hier auf das Arzneimittel mache oder ob ich das hier auf die Rubrik mache, oder ob ich das auf alte Ablagen Rechtsklick mache, bietet mir das Radar gleich die passenden Verknüpfungen dazu an. Das heißt, du kannst zum Beispiel die Rubriken ordnen.
zum Beispiel nach Kapiteln homöopathischer Ordnung. Das hieße nach dem Kopf-Fuß-Schema. Ja, ich klicke da einfach drauf und dann habe ich die Rubriken gleich durchgeordnet. Ja, an der Stelle können wir mal vielleicht auf die Ablagen kommen. Ich habe hier 6 Ablagen, ihr könnt bis zu 10 Ablagen haben. Die Ablagen sind nicht da für verschiedene Patienten, auch nicht für verschiedene Fälle, sondern sie sind dafür da, den einen Fall zu strukturieren. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich tue meine körperlichen Symptome hier in die zweite Ablage und ich tue meine allgemeinen Symptome hier in die dritte Ablage und kann dann meine Gemütssymptome oder meine körperlichen Symptome oder meine allgemeinen Symptome analysieren. Oder ich kann sie, indem ich die Steuerungstaste drücke, auch kombinieren miteinander. Das ist jetzt natürlich nur ein, ich sag mal, relativ klägliches Beispiel mit nur 4 Symptomen, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr eine größere Analyse habt, kann das durchaus interessant sein, mal zu gucken, was passiert, wenn ich die Symptome verschiebe, wenn ich mal eine Ablage ausschalte. Man kann das natürlich auch so handhaben, dass man sagt, ich mache das nicht nach dem Kopf-Fuß-Schema, Gemüt, Körper, Allgemeines, sondern ich mache das vielleicht auch mit einer bestimmten Pathologie. Dass ich sage, ich habe eine bestimmte Pathologie, da weiß ich noch nicht genau, will ich die mit reinnehmen oder noch nicht. Oder ich habe so ein Zwiebelschalenmodell. Ich sage, äußerlich ist die eine Schale, dann kommt die nächste, dann kommt die nächste. Und schau mal, was passiert, wenn ich nur die eine Schale analysiere. Was ist, wenn ich die andere mit dazu kriege? Was für Mittel kommen nach vorne, was könnte interessant sein? Das sind auch so große Vorteile im Gegensatz zur Handrepertorisation im Buch, wo man halt sehr viel damit beschäftigt ist, die Symptome rauszusuchen und zu gucken, zu wählen, rauszuschreiben und so weiter. Das kann ich hier alles vernachlässigen, weil ich bin hier sehr schnell damit und habe auf der anderen Seite aber eben die Zeit zu überlegen, von was nehme ich rein, wie, was gewichte ich, wie, welche Symptome nehme ich. Ja? Das heißt, ich habe viel mehr Zeit zu überlegen dazu. Gut, okay. Das nächste, was man natürlich machen würde, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt mal meinetwegen ein Arzneimittel lesen. Das heißt, ich könnte hier sagen, okay, ich möchte mal Arsen lesen in der Materia Medica. Je nachdem, was ich für ein Repertorium habe, was für ein Paket ich habe, sind verschiedene Materia Medicae unterlegt, viele. Das geht los bei 9 Bänden bei den Easy-Programmen bis rauf zu über 1000 Bänden Deutsch und Englisch, wenn man was richtig viel haben will. Das heißt, ich mache einfach einen Rechtsklick auf Arsen und wähle Arzneimittel in der EH suchen. Ja, dann macht er mir die Materia Medica auf, das ist die EH, heißt Enzyklopädie Homöopathica, langer komplizierter Name, darum einfach ganz kurz EH und macht mir gleich Arsen auf. Ich habe hier jetzt gut 250 Bände in Deutsch drin und habe natürlich die angenehme Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich schaue mal hier in den Bönninghausen und bin hier gleich bei Bönninghausen bei Arsen oder ich schaue in den kleinen Clark de Cachon, auch eine ganz schöne kleine kurze Materia Medica, wo man mal schnell schauen kann, passt das überhaupt ganz grob auf meinen Fall, genauso wie die Samuel Keynotes. Das ist aus einer holländischen Forschungsgruppe. Die haben auch schöne Quellen genommen. Also die haben den Hering mit drin, die haben den Vermeulen teilweise mit drin. Dass man einmal kurz gucken kann, passt das überhaupt auf meinen Fall? Und ich habe jetzt hier eine Einstellung gewählt, dass ich tatsächlich einfach nur in das Werk anklicken kann und ich bin sofort bei meinem Arzneimittelbild. Das ist also, wenn man Arzneimittelbild lesen will, eine sehr praktische Angelegenheit. Gut, wenn man jetzt zwischen 2, 3 Mitteln steht, dann wäre es natürlich interessant, auch eine Differentialdiagnose zu machen. Dann gehe ich wieder ins Radar zurück, entweder hier über den Button oder ich kann natürlich auch unten über die Startleiste gehen, wenn ich die eingeblendet habe. Bei mir, seht ihr, ist die nicht eingeblendet. Ich habe das bei mir nur bei Bedarf. Und könnte hier auch eine Differentialdiagnose laufen lassen. Das heißt, ich könnte jetzt mal sagen, okay, zwischen Arsen und Prionia möchte ich mal einfach sehen, wie die Unterschiede sind, vielleicht bei den Speisen und Getränken. Das ist jetzt einfach nur so eine Idee. Das ist jetzt eine Funktion, die gibt es in den Easy-Programmen nicht. Es gibt ja das Easy-Rap bzw. das Opus-Easy mit verschiedenen Sachen. Da gibt es die Differentialdiagnostik nicht.
aber in den Radarprogrammen, im Radarstart oder anderen, habe ich das drin. Das heißt, ich klicke hier auf diese vergleichende Arzneimittelsuche und gebe dann meine Arzneimittel ein. Das war also einmal und Arsen und Prionia sind beides große Polykreste. Das heißt, ich würde mal sagen, ich nehme mal die Grade 1 und 2 hier raus. Okay, dann nehme ich mal ein zweites. Das war jetzt in dem Fall Prionia. Ja, auch mal die Grade 1 und 2 raus. Okay. Und dann wähle ich den Suchbereich. Das heißt, ich habe gesagt, ich nehme nur die Speisen und Getränke. Dann gehe ich auf das Fernglas, auf das kleine, das ihr eben gesehen habt. Wähle Speisen und Getränke. Okay. Und dieses Fernglas, nicht das hier oben, sondern dieses, das hat den Grund, dass ich jetzt gleich die Rubrik richtig drin habe. Das heißt, ich habe keine Schreibfehler drin. Und weil es muss eine bestimmte Syntax hier vorhanden sein. Es muss also stehen im Grunde allgemeines Freizeichen, Bindestrich, Freizeichen, Speisen, Freizeichen und Freizeichen, Getränke. Wenn ich mich irgendwo vertippe, findet er natürlich nichts. Ist klar. Darum ist Fernglas wählen und damit findet er das automatisch und schreibt es richtig rein. Dann wähle ich als Suchmodus unten gemeinsame und absolut spezifische Symptome. Und dann lasse ich ihn mal suchen. So, als erstes zeigt er mir die gemeinsamen Symptome von Arsen und Prionia 3- und 4-wertig an. Ja, das ist also diese drei Symptome. Ich will ja aber die Unterschiede wissen. Klicke ich auf den Doppelpfeil nach rechts und dann zeigt er mir an, was Arsen hat, was Prionia nicht hat. Wenn ich noch ans Weiter klicke, zeigt er mir an, was Prionia hat, was Arsen nicht hat. Okay, das ist jetzt bei zwei Symptomen ein bisschen Spack. Wenig. Das heißt, ich würde jetzt in dem Fall nochmal reingehen und sagen, okay, ich nehme mal die Grade 2 mit dazu jeweils. Klicke also nochmal auf das erste Mittel, sage okay, der den Grad 2 dazu. Okay, das gleiche mache ich für Prionia ja auch. Auch nochmal den Grad 2 dazu. Das wieder suchen, habe wieder die Gemeinsamkeiten, Arsen 2, 3, 4 wertig und Prionia 2, 3, 4 wertig. Und mit dem Doppelpfeil nach rechts habe ich wieder, was Arsen hat, was Prionia nicht hat. Oder umgekehrt, was Prionia hat, was Arsen nicht hat. Da kristallisieren sich oftmals Dinge raus, dass man sagen kann, okay, wie sieht's aus? Was habe ich für Vorlieben? Was habe ich für Abneigungen? Was unterscheidet das eine Mittel vom anderen? Was habe ich vielleicht für Gemütsrubriken? Oder ganz abhängig von meinem Fall kann ich tatsächlich bestimmte Symptomgruppen oder Hauptkapitel reinnehmen, die mir helfen können, ein Mittel auszuschließen. Was ich auch machen kann damit, ist, ich kann auch ein Arzneimittel selber rausziehen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das jetzt mal gelöscht und sage mal, ich möchte mal meinetwegen von Arsen nur die 3- und 4-wertigen Mittel sehen, in denen maximale Rubrikengröße 1 nur ein einziges Mittel drin steht, in dem Fall Arsen. Das sind die sogenannten Goldkörnchen. Ich zeige euch das mal gerade, wie das aussieht. Das heißt, ich hätte hier Furcht plötzlich nachts, Mitternacht nach. Da steht nur Arsen drin, als einziges Mittel. Und da finde ich hier halt ganz viele Rubriken, die mir vielleicht nicht ohne weiteres von Arsen bekannt sind, die es aber sehr stark hat. Ja, und ihr seht hier auch, ich kann auch die Autorenkürzel gleich hinterher mir aufrufen. Ja. Das wäre hier der Hering, der Kent und MTF ist Ferroc Master. Okay, Ferroc Master ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der klassische Autor, aber wenn ich es mir nochmal anschaue, halt Hering und Kent, war nie gehalten zu werden, möchte gehalten werden. Ist nicht unbedingt so ein bekanntes Symptom für Arsen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ich kann es also auch sehr schön fürs Lernen benutzen. Wenn ich einen Polykrest lernen will, die kleinen, starken Symptome auch. Natürlich auch kleine Mittel, dass ich mir ein kleines Mittel komplett rausziehen lasse. Auch das geht natürlich, dass ich das nochmal lösche und zum Beispiel sage, zeigt mir meinetwegen alle Rubriken, in denen Lacanin 3 oder 4-wertig drin ist. Ja. So kann ich natürlich auch ein Mittel lernen. Diese vergleichende Arzneimittelsuche leitet sich ab auch von der Variante, die ihr gewählt habt. Das heißt, je nachdem kann ich auch sagen, ich nehme meinetwegen nur 1987 bis Pierre Schmidt
Und je nachdem, was ich benutze und was ich hier eingestellt habe, findet er unterschiedlich viele Sachen und benutzt auch unterschiedliche Quellen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt nochmal rausgehe, eben, oder wir gucken nochmal gerade rein, das waren 117 Symptome jetzt hier in dem Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme nur die Klassiker bis kennt, mache das Ganze dann nochmal, dann habe ich nur noch 111 Symptome, ja, weil die Quellen natürlich unterschiedlich sind.